In der heutigen Folge zeigen wir euch einmal den Linus Dressage. Linus Dressage ist im Gegensatz zum Linus Jump, hat er hier unten keine Ristschnürung, sondern wird komplett ohne Schnürung gebaut, hat hinten einen Reißverschluss und einen kleinen Elastikeinsatz. Zusätzlich im Gegensatz zum Linus Jump hat er eine leichte Außenversteifung. Das heißt, das sieht man hier auch so ein bisschen eingebaut, dass der Stiefel hier einfach ein Stück verstärkt ist. Nicht super hart, ne? Also man kann ihn schon noch ordentlich biegen, aber schon ein bisschen außen versteift. Hat den Vorteil, dass einfach dadurch, dass der Bogen hier auch ein bisschen höher geschnitten ist, der nicht so einfach hier außen wegknickt. Und dass einfach der ganze Schaft ein bisschen stabiler bleibt, ein bisschen glatter, nicht so viele Falten wirft und einfach dann auch ein bisschen mehr Stabilität unten hier im Knöchel hat. Beim Dressurreiten einfach wichtig, bei den langen Bügeln. Genau, kann man natürlich auch als Allround-Stiefel benutzen, wenn man sagt, man reitet vorwiegend Dressur, möchte aber auch mal den einen oder anderen kleinen Hüpfer machen, ist das wirklich ein super Stiefel, weil sonst mit einem klassischen Dressurstiefel mit einer harten Außenversteifung kann man nicht springen. Das wäre jetzt so ein Modell, mit dem kann man auch mal einen kleinen Hüpfer machen. Wäre, wie gesagt, auch möglich. Sonst ja, hat der Linus Dressage hier unten die klassische Linus Gripsohle. Ist ganz gut, dass man eben nicht so schnell ins Rutschen kommt. Kann aber auch leicht aus dem Steigbügel raus, wenn es mal brenzlig wird. Genau. Grundsätzlich ist es so, dass die Linus-Serie zwei verschiedene Modellreihen hat. Einmal den normale Linus Jam, Linus Dressage. Die sind im Knöchel ein bisschen weiter geschnitten. Das heißt, es ist ein bisschen besser für die etwas stärkeren Waden oder für die, die das nicht so ganz eng im Knöchel haben möchten hier unten. Dann gibt es für die, die es richtig knackig eng unten im Knöchel haben möchten, gibt es dann die Linus Slim Serie, die so für Waden ja, bis zu 35 cm, also alles Wade von 30 bis 35, empfehlen wir immer eher, den Linus Slim zu nehmen. Bei Waden ja, 35 cm aufwärts, 38, 40, 42er Waden, geht ja dann auch durch den Elastik bis 44 zu dehnen, empfehlen wir eher den normalen Linus Jump, Linus Dressage. Es sei denn, man hat einen super, super schmalen Knöchel. Dann kann es natürlich auch passieren, dass dann der Linus Dressage im Knöchel ein bisschen weit ist. Ist aber modellbedingt einfach so gewollt, damit halt möglichst viele Leute reinpassen. Und ja, deswegen einfach ein Modell. Hier möchte ich euch gerne einmal zeigen, dass der Linus Dressage, auch der Linus Jump, wird immer in zwei verschiedene Schuhgrößen gebaut. Hier hätten wir hier beispielsweise die 6 bis 6,5. Sieht man hier auch auf dem Karton. Hier steht auch 6 bis 6,5. Das bedeutet, dass der Stiefel immer in der größeren Schuhgröße produziert wird. In dem Fall wäre es jetzt die 6,5. Das ist eine englische Schuhgröße und bedeutet auf Deutsch oder in den deutschen Schuhgrößen wäre die 6,5 die 40. Man kann aber durch diese herausnehmbare Einlegesohle bei dem Stiefel den Stiefel eine halbe Nummer kleiner machen. Das heißt, er wird in der 40, in der 6,5 produziert, kann aber auch mit 39 1 Drittel, wäre die 6, mit einer 39,5, 39 1 Drittel getragen werden, wenn man die Einlegesohle drin behält im Stiefel. Das ist so eine kleine Eigenheit bei den Stiefeln, dass sie so ein bisschen mitwachsen können. Oder dass man einfach, wenn man im Winter mal eine dicke Einlegesohle reinlegen möchte, dass man da so ein bisschen Flexibilität hat. Genau. Grundsätzlich muss man bei den Cavallo-Stiefeln immer ein bisschen aufpassen. Die werden nämlich mit der Höhe her ein bisschen anders produziert, als man das von den anderen Herstellern kennt. Dieser Stiefel hätte jetzt hier beispielsweise, wie man hier auch sieht, eine 51er Schafthöhe. Bei Cavallo ist es aber immer so, dass die gern ein bisschen kürzer produziert werden. Das ist einfach bedingt dadurch, dass Cavallo ein bisschen anders misst. Hier muss man aber ein bisschen aufpassen, weil wenn man jetzt von einem Petri-Stiefel beispielsweise kommt mit einer 51er Höhe, dann wird das mit einem Cavallo-Stiefel
Definitiv zu kurz, weil die Cavallo-Stiefel immer in der Regel 2 bis 3 cm kürzer ausfallen. Das heißt, wenn hier 51 draufsteht auf dem Karton und auch in dem Stiefel 51 in der Höhe, so wie es jetzt hier drin steht, ne? 51er Höhe, 33er Wade, dann ist der in der Regel nicht 51 hoch, sondern wir schauen mal. Genau, hinten am Hinterriemen wird das gemessen, bis Oberkante Absatz. Der ist hier 48 cm sogar nur hoch. Das heißt, er fällt sogar 3 cm kürzer aus als das, was im Stiefel drin steht. Das heißt, man muss immer ein bisschen schauen. Das beschreiben wir bei uns auch so in der Artikelbeschreibung, dass man Cavallo-Stiefel, wenn man jetzt die Höhe vom Boden bis zur Kniekehle misst, dass man da immer 3 cm drauf rechnet. In der Regel immer 1 cm fürs Setzen und dann diese 2 bis 3 cm, die der Stiefel kürzer ausfallen. Das ist je nachdem, wir hatten jetzt das letzte Mal in Linus Slim vorgestellt, da haute das ganz gut hin, dass er 2 cm kürzer ausfällt. Bei dem Linus Dressage, Linus Jump passiert das schon mal, dass er auch mal 3 cm kürzer ausfällt. Das heißt, man sollte auf jeden Fall diese 3 cm auf die gemessene Höhe vom Boden bis zur Kniekehle aufschlagen, damit, damit es dann am Ende passt. Genau, vom Wadenumfang ist bei den Cavallo-Modellen auch ganz wichtig zu wissen. Durch diesen Elastikeinsatz, da dehnt sich der Stiefel einfach im Gebrauch etwas. Wir empfehlen das immer so, dass man den Stiefel immer ein bisschen enger bestellt als die Wade, die man mit Reithosen und Socken gemessen hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Wadenumfang von 34,5 beispielsweise messe, mit dicken Reithosen, mit Socken, mal abends, mal morgens, einfach mal so den weitesten Wadenumfang bestimmen, dann wäre es jetzt hier bei dem Stiefel, der jetzt die 33er Wade hat, hier drüben sieht man es, wäre hier praktisch das maximale Wadenmaß, was man hier haben sollte, 34,5. Das heißt, wenn man 34,5 hat, zieht man 1,5 cm ab, ist man dann bei der 33er Wade und dann ist der Stiefel am Anfang ein bisschen fester noch, ein bisschen enger, dehnt sich dann aber relativ schnell mit dem Elastikeinsatz. Ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ihr jetzt wechselt von einem Linus Dressage, Linus Jump auf einen Linus Slim, dann dürft ihr auf gar keinen Fall das Wadenmaß übernehmen, weil der Linus Slim viel, viel, viel enger ausfällt. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Linus Dressage eine 33er Wade habe und habe aber gemessen eigentlich so 34,5, manchmal vielleicht sogar 35 und bestelle einen Linus Slim in 33, geht das garantiert schief, der wird viel, viel zu eng sein. Das heißt, es ist immer super wichtig, dass man für jeden Stiefel, für jedes Modell und auch für jeden Hersteller den Wadenumfang und die Höhe vom Boden bis zur Kniekehle im Stehen noch einmal misst, sonst geht es garantiert schief und man wartet 4, 8 Wochen auf einen Stiefel, der dann garantiert nicht passen kann. Deswegen wichtig, einmal nach unserer Maßanleitung einmal überprüfen und genau, dann wird es auch ganz gut mit der Passform. Genau, da habt ihr jetzt einmal einen Überblick über den Linus Dressage. Ist bei dem auch möglich, hier dieses Top, diese kleine Stulpe hier oben kann man anpassen. Man kann den entweder ohne Glitzerstulpe bestellen. Man kann, dort hat ganz viele verschiedene Grundfarben auch, in Blau oder in Schwarz. Könnt ihr euch in unseren Konfiguratoren einmal durchkonfigurieren. Genau, es ist sehr viel machbar und vor allen Dingen auch die Maßtabellen von dem Linus Jump, Linus Dressage und auch Linus Slim sind sehr, sehr groß. Das heißt, man hat viele, viele Möglichkeiten, sich den genau auf sich anzupassen. Das hat man sonst bei keinem anderen Hersteller. Da sind die Maßtabellen in der Regel so 300 Varianten groß. Bei Cavallo sind es bis zu 3000 Varianten. Das heißt, da hat man wirklich die Möglichkeit, so in dem Standardsegment wirklich einen sehr, sehr gut passenden Stiefel zu bekommen. Alles klar, dann wäre es das heute zum Linus Dressage. Und wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder mit reinschaltet und euch die nächste Vorstellung mit anguckt. Tschüss!